Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich habe mir gerade hier einen Synchropunkt markiert, den holen wir uns noch. Und dann sprechen wir mit dem Sammler über das Labyrinth. Das ist ja der letzte, mit dem wir noch reden müssen, nachdem wir jetzt den Schwertfisch erledigt haben und Ardos Aufpasser gefunden haben. Der Aufpasser von Ardo hatte den Schlüssel für das Labyrinth. Ardo hat ihm diesen Schlüssel geklaut. Und hat den Kult auch verraten, dass Ardo den Schlüssel hat. Keine Ahnung, warum wir jetzt nicht zu Ardo gehen, weil eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen. Aber wir müssen trotzdem anscheinend noch mit dem Sammler uns treffen. Sehr merkwürdig. Feierst das Hügel. Wir müssen da in einer gewissen Spirale hochlaufen. Wir können da nicht einfach gerade hoch. Den können wir bestimmt mitnehmen, oder? Ja. Ella. La, da, da, da. Geil, dass mein T-Shirt auch rausgekiet wird. Das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Wobei das gar nicht mehr so unbedingt grün ist. Das ist ein bisschen gelb. Hier. Juckt mir die Nase. Ich brauche echt einen Nasenhaartrimmer. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Auf Weißdashügel. Schnellreise freigeschaltet. Dann wollen wir... Kopfgeldstifte. Ah! Müsste Auge jetzt nicht brennen. Mach mal kein Auge, Brudi. Wie als wenn ich irgendwas Scharfes am Finger gehabt hätte, aber ich habe nichts Scharfes gegessen. Macht also gar keinen Sinn. Auf zu brennen. So, Quest. Warum sagt er, dass wir was Neues haben? Haben wir was Neues? Finde und schalte die Anhänger des Ares in Messara aus. Die Anhänger des Ares terrorisieren die Bewohner von Messara. Sie wurden in den Höhlen von Zeus Kinderstube entdeckt. Das ist ja in Ordnung. Interessiert mich bloß absolut gar nicht. Na, klopp. Ich habe ihn schon wieder umgebracht. Ich wollte den anderen diesmal töten. Kann ich hier runter? Das hat geklappt. Eine kampferprobte Mannschaft. Halt, was gefaselt von gesperrtes Gebiet? Das interessiert mich halt, was hier jetzt irgendwie am Mob ist. Ey, echt, so ein Bauer kommt hier an und will sich mit mir anlegen. Das finde ich immer richtig geil. In den Hintern! Arschloch. Warum ist das ein gesperrtes Gebiet? Was ist denn hier? Ist der ein weißes Haar? Das glänzt zumindest merkwürdig. Hallo, ich bin wieder da, an der genau selben Stelle. Okay, wir legen uns nicht ein zweites Mal mit ihm an. Nein. Nein! Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss die Welt retten. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Dann bin ich schon bei dir. Ah! Nach 180 Mails checken. Oh!
Du musst wohl der Horder sein. Der Sammler. Staubsammler vielleicht. Ich bin hier wegen des Minotauros. Des... Nein, nein, ich weiß nichts. Also ich weiß nichts über den Minotauros. Ados schickt mich. Er sagt, du wüsstest etwas. Ados, der Junge. Nein, wir versprachen nie, mit ihm zu sprechen. Was du sahst, ängstigte dich. Diese Narben beginnen zu verblassen. Vielleicht brauchst du ein paar neue. Nein, bitte. Ich antworte ja. Wenn du diese Bestie im Labyrinth überleben willst, weiß ich, was du brauchst. Verrate mir dein Geheimnis, Sammler. Du brauchst die Rüstung des Theseus. Nur sie kann der Bestie standhalten. Aber sie ist nicht hier, sondern in der Festung. Ich musste sie verkaufen. Meine Rüstung ist völlig in Ordnung. Nikios hielt seine Rüstung für die beste der griechischen Welt. Er hätte die des Theseus anlegen können, aber sie passte mir besser. Der Minotaurus traf mich direkt auf die Brust. Ich überlebte. Aber Nikios... Wiederhole Nikios Fehler nicht. Trag Theseus Rüstung. Okay. Tief durchatmen, Sammler. Ich habe genug erfahren. Wenn Theseus Rüstung noch in der Festung ist, finde ich sie. Zu Theseus Rüstung gehören noch mehr Teile. Ich habe bisher nur zwei von ihnen. Doch eins hat man mir gestohlen. Wenn du es findest, kannst du es behalten. Aber weise den Dieb zurecht. Und zwar möglichst mit deinem Schwert. Okay. Sie wurde an den Polemarchen im Vermächtnis des Minos in Messara verkauft. Nett. Klein-Ägypten? Im Vermächtnis des... Okay, der Polemarch ist doch der Anführer. Das ist er doch, oder nicht? Testor. Deine Sammlung ist in der Daedalus-Festung südwestlich von Gortin. Ah. Gerüchten zufolge liegt die kostbare Rüstung in einer Höhle bei der Festung. Komm her, Dieter! Reite mich in den Krieg! Au. Au. Abgas untersuchen? Die versteckte Höhle. Ja, es könnte interessant werden. Du hast hier nichts verloren. Hier werden sie besonders wachsam sein. Den kriege ich nicht mit einem Schuss down. Daedalus Waffenkammer. Daedalus. 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 Mir geht's gut. Kilix der Reformierte. Wo ist die Höhle und wie komme ich da rein? Nein. Ich habe aus Versehen Pfeifen gedrückt. Hm?
Ich wollte nicht Pfeifen drücken. Ah, es tut mir echt leid. Cadmus, bitte! Wir können das doch anders regeln, Cadmus! Cadmus, bitte! Cadmus! Cadmus, wir waren auch gute Freunde in der Schule immer. Cadmus! Cadmus, ich warne dich jetzt nicht nochmal! Cadmus! Schalalalala. Schalala in the morning. Cadmus, du hast mich getötet. Cadmus, nur weil ich außerdem X gedrückt habe. Warum ist auch Verstecken neben der Taste für Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit verstecken. Richtig gute Idee, Alter, Kamdi. Warum ist hier nicht Aufmerksamkeit und da verstecken? Oder da verstecken und hier Aufmerksamkeit? Warum muss da Aufmerksamkeit und da verstecken sein? Ist doch scheiße, ihr Flibbelflabbels. Oh was, da ist die Höhle. Ja, das habe ich ja nicht gedacht, Cadmus! Cadmus, bitte! Na, dreht ihr so langsam durch? Ich auch. Cadmus, Dieter, Mervil, Mervil! Mervil war der Beste. Boop. Mich irritiert die Treppe. Da, wo die Treppe angezeigt wird, waren wir ja. Und irgendwie ist da nur ein Busch. Und nicht der gute Jabba-Busch. Cadmus! Geh doch da mal weg! So, hier wird die Treppe angezeigt. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Hier. Aber hier ist doch keine Treppe. Ich glaube, wir sollten hier am besten runter. Und hier sollten wir nicht pfeifen. Cadmus! Wo ist die gottverkackte Höhle? Also 14 Meter, ja, aber... Hä? Ist sie hier hinter? Ja. Cadmus! Ich bin jetzt weg, bitte, ja? Hyperion. Der Hyperion. Wer ist Hyperion? Ich habe eine Mail erhalten. Hyperion, bitte! Ich suche doch bloß den Cadmus. Warte, nee, suche ich gar nicht. Warum wurde das so explizit angezeigt? Genauso wie das da oben. Vielleicht weil das Schätze sind. Gürtel des Ares. Cadmus! Wo ist jetzt, was ich suche? Antike Axt ist auch nicht, was ich suche. Theseus Rüstung. Sie ist echt. Ich frage mich, wie viele Teile von Theseus Rüstung es noch gibt. Ich sage 4.
Kriegerschaden, Gift, Brandwiderschaden. Der Brustwarze wurde Theseus, der Held aller Athener und Bändiger der Bestie, zur Legende. Aber die ist nur blau. Cadmos, warum ist die nur blau? Was verkaufst du mir denn hier, Cadmos? 200 Schaden mehr. Aber ist auch für Stufe 30, also 3 Stufen nochmal drüber. Schalalalala. Kehre zu Ardos zurück. Auf der Suche nach Antworten. Das, meine liebsten Liebenden des lieblichen Liebens, werden wir aber erst in einer neuen nächsten Folge machen. Jetzt werden wir erstmal einen Cut setzen. Ich werde erstmal Para ein bisschen bei M Plus helfen, weil wir 7 Folgen aufgenommen haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, haut rein. Schönen Tag noch. Tschüss.